Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück hier zu Wolfenstein The New Order German Edition. Wir brauchen immer so eine extra... Was hustest du denn hier gerade? Wir befinden uns momentan in so einem Gefangenenlager und haben endlich Seth Ross hier getroffen, der ein Steuergerät gebaut hat in Heimlichkeit, um diese Maschine hier zu... Das ist ein gefährliches... Ich weiß, diese Maschine hier zu kontrollieren. Allerdings fehlt ihm die Energiequelle und die finden wir in Block 6. Und um dahin zu gelangen, müssen wir das Sicherheitssystem deaktivieren. Und dafür müssen wir erstmal einen Weg hier in die Kommandozentrale finden. Sie? Ja? Sie sind ein kräftiger Mann und sind offensichtlich noch nicht so erschöpft. Habe Sie mit Seth sprechen sehen. Es gibt da eine Wache in den Wachunterkünften, die Sie das Messer nennen. Ja? Er ist unberechenbar. Er holt Gefangene zu sich und foltert sie. Tötet das Messer. Ja, okay, wir sollen den also erledigen. Das kriegen wir schon hin. Lass mich... Oh, Gott. Okay, das ist crazy. Was für ein Gestank hier drin. Okay, haben wir eigentlich überhaupt in irgendeiner Form irgendeine Waffe oder sowas? Wir haben nix, ne? Nee. Okay, wir schleichen erstmal ein bisschen hier rum. Okay, hier scheint auch niemand zu sein, also brauchen wir auch nicht schleichen. Was haben wir denn hier? Ah, ein bisschen Rüstung. Wunderbar. Eine Waffe wäre ganz nett. Hier, nimm doch diese Säge oder irgendwas. Aber es ist doch besser, als komplett unbewaffnet durch die Gegend zu laufen. Oh je. Oh Gott. Ja, es ist kein angenehmer Ort. Wir sollten uns hier nicht allzu lange aufhalten. Oh, hier ist irgendwas. Geheime Dokumente? Ne, Enigma-Fragmente. Da oben ist nichts mehr. Okay, nix wie weg. Wir schleichen mal vorsichtig weiter. Scheiße. Ja, ich hab gehofft, dass das klappen würde, aber hat leider nicht funktioniert. Ah, toll. Es wird besser, ja? Es wird besser. Die Situation wird besser. Ist das Messer? Wahrscheinlich. Solche Dreistigkeit habe ich von Ungeziefern wie dir noch nie gesehen. Unglaublich. Au. Da denkt man, man wüsste, wie ein Insekt denkt. Und was von ihm zu erwarten ist. Hast du mich gerade Insekt genannt? Doch weit gefehlt. Au. Jung, was ist denn da los? Erbärmliches Stück Scheiße. Ich werde jede einzelne Kakerlake zertreten. Das kann ja eigentlich nicht so gut für uns ausgehen, wenn wir ein Messer im Bauch stecken haben. Wo sind wir denn jetzt? Achso, wir werden verbrannt, ganz klar. Das ist der Plan. Wir sind in so einem Verbrennungsofen. Wir sollten uns beeilen. Laskowitz, komm, raus hier. Oh Gott. Okay, wupp, das ist der Erste. Ach, das ist ein Hund, den hab ich gleich gesehen. So, okay. Okay, nichts wie weiter hier. Okay, dreh dich bitte nicht um. Dreh dich bitte nicht um. Dankeschön. Shit. Wir müssen uns hier erstmal ganz langsam voranarbeiten. Ich höre hier irgendwen schreien. Das ist nicht so gut. Das ist die Karte. Das ist schon mal gut. Die nehmen wir auch erstmal mit. So, jetzt vorsichtig. Wir versuchen mal unentdeckt zu bleiben. Aber ich kenne ja unser Glück. So, da ist der Nächste. Wie ich mein Glück kenne, dreht der sich... Ja, du bist. Bleib schön ruhig hier. Ach, das ist das Messer wieder. Deswegen hat er hier diese Eimerchen aufgestellt, weil da sehr viel Blut immer runterläuft. Ich verstehe. Wir sollten uns irgendwie auf den Weg zu ihm machen und ihm ein bisschen zeigen, was wir davon halten, wenn man uns ein Messer in den Bauch rammt. Ich bin nur erstaunt, dass es Blaskowitz wieder so gut geht. Er hatte immerhin gerade ein Messer im Bauch stecken, aber man sagt ja, er ist ein ziemlich großer Fleischberg. Also da geht schon ein bisschen was, ne? So, dann räumen wir das mal noch mit hier. Ist das nicht der Ort, an dem wir herkamen? Also hier geht es irgendwie nicht weiter. Wir müssen einen anderen Weg finden. Jo, ich bin ja schon auf dem Weg. Ich eile zur Hilfe. Hier sind die geilen Verbrennungsöfen.
So, weiter geht's. Hier geht das nach oben. Na, siehst du. Die Mondsoldaten. Jo, sonst habt ihr auch nichts zu tun, ne? Wir folgen mal den Schreien. Vorsichtig und langsam. Okay. Scheint nur der hier zu sein. Das kriegen wir hin. Der wird sich schon nicht umdrehen. Komm, Leskowitz. Komm schon. Ah, wunderbar. Den haben wir auch weg. Okay. Let's do this. Einmal dich. Dann ihn hier. Ist das Messer? Ich glaube schon, ne? Oh, da haben wir es. Du wirst nie wieder irgendwelche armen Menschen quälen, mein Freund. So, und dann noch den letzten, der da hinten noch stand. Den nehmen wir natürlich auch noch mit. So. Jetzt ist hier Ruhe. Man muss sagen, für einen Wolfenstein-Shooter ist hier sehr viel Gesneake angesagt, ne? Also, ne? Ja, hast du dir noch schon die Hände gewaschen, ne? Die Sau. Ah, leider zu spät. Es tut mir leid, ich hätte dich gern gerettet. Gerecht, sag ich schon. Jetzt konnte ich dich nur noch rächen. Okay, wir gehen weiter. Was ist eigentlich unsere Hauptmission? Wir müssen hier irgendwie das Sicherheitskontrollcenter deaktivieren. Also, gehen wir mal vorsichtig weiter. Komme ich hier irgendwo durch? Hier nicht. Hier auch nicht. Da sitzt einer. Der sieht uns aber auch nicht. Der ist komplett damit beschäftigt, sich irgendwie Porn oder so auf YouTube anzugucken. Oh, hast du noch ein bisschen Hundefutter essen. Moin! Dongs! Da ist Ruhe. Ich kann es auch noch nicht verstehen. Ja. Die Steuereinheit für die Sicherheitssysteme. Achtung, aktiv! Ja. Tongs! Dicker Button. Das ist immer noch das Coolste. Sicherheitssysteme ausgeschaltet. Muss Set finden. Okay, kehre zu Set zurück. Kriegen wir hin. Ich glaube, das können wir auch normal laufen, weil... Merkt jetzt eh keiner mehr, ne? Du. So, ich habe das übrigens erledigt, ne? Freust du dich? Sie haben das Richtige getan. Manchmal fällt es schwer, das zu sehen. Aber was Sie getan haben, war gut. Das weiß ich. Okay, ich weiß das auch. Ich habe das ja leicht miterlebt. Hat mir ein Messer in den Bauch gerammt und ich fand das nicht so schön. Mein ganzes weißes Bauchfell ist jetzt komplett vollgesaut. Da hilft nur noch Kaffee. So, gut, wir machen uns mal weiter auf. Du bist bald frei, ne? Aber pssst, nichts erzählen, ne? So. Wo ist er denn, der alte Mann, der alte Narr? Hm. Ach, da ist er ja. Moin! Manchmal muss man auf andere Weise Widerstand leisten als mit Gewalt. Die kleinste Veränderung der chemischen Zusammensetzung destabilisiert das Gemisch. Die Struktur erodiert, sie schimmelt. Ah, Sicherheitssystem? Erledigt. Wow, Riese. Wie heißen Sie eigentlich, Junge? Blaskowitsch. Blaskowitsch, ja. Blaskowitsch. Also, die Sicherheitssysteme sind ausgeschaltet. Richtig. Sie können dieses Tor passieren und zurück durch die Fabrik und das blaue Tor zu Block 6 gehen, wo das Kommandogebäude liegt. Schleichen Sie rein und holen Sie die detronische Batterie. Bitte beeilen Sie sich, bevor jemand merkt, was Sie getan haben. Ich wünsche Ihnen Glück. Was meinen Sie? Viel Glück. Das hört man immer gern. Okay. Finde eine detronische Batterie. Hoffen wir das Beste. Ich muss mal gerade gucken, ob es hier jetzt eigentlich so einen Quick-Save-Button gibt. Ich weiß, ich bin heute irgendwie öfter mal in dem Optionsmenü. Tastenzuordnung. Nachladen, sprinten, Akimbo. Wunderbar. Linke Maustaste. Tagebuch. Ich sehe aber keinen Quick-Save oder sowas. Ne, brauchen wir nicht. Quicksilver ist was für Weicheier. Los geht's. Erhöre unsere Gebete. Was haben wir denn hier? Bitte Abschnitt 193 beachten. Achso, nicht nebeneinander stehen. Das ist verboten. Man muss immer schön Abstand halten. So, rein hier. Ach, da ist auch gerade keiner. Wunderbar. Dann wollen wir mal gucken, ob wir da durchgesneakt kommen. Ich kenne ja uns und meine Fähigkeiten, was das Sneaken angeht. Siehe, The Witcher 2 und der Ausbruch aus dem Gefängnis. Meisterhafte Glanzleistung. Man hat nicht mal gehört. Niemand Pups hat man von mir gehört. So gut war ich. So, hier scheint auch keiner mehr zu arbeiten. Lalalala. Hier sieht alles ruhig und entspannt aus. Durch welches Tor müssen wir? Durch das blaue, ne? B6, da sind wir doch schon.
Mach mal auf das Dingens. Modernste Technik hier. Modernste Technik. So. Das sind wir. Das Kommandogebäude. Dieses hier sieht gerade so nach Bauarbeiten aus. Was für ein glücklicher Zufall. Wir sollten natürlich nicht durch den Fronteingang gehen. Das ist, glaube ich, kein guter Plan. Wir sneaken uns jetzt mal hier so diese Baustelle nach oben. Aber sneaken müssen wir, glaube ich, nicht. Oh, doch. Sie und Bubi, wunderbar. Ich habe ein bisschen Angst. Ich will gerade mal checken, ob die noch irgendwo sind. Nur, dass ich weiß, wo sie sind. Da steht einer. Okay. Das kriegen wir, glaube ich, hin, ne? Also gehen wir vorsichtig hier rein. Die Batterie muss hier irgendwo sein. Erstmal den. Hat keiner gemerkt. Alles ist noch entspannt. So, dann dich noch, Hundi. Ich erlöse dich nur vor deinem Leid. Du hast nicht mal mehr Fell, Jung. Oh, wir haben einen Vorteil freigeschaltet. Assassin. Na, wunderbar. Mal erstmal was trinken hier. Ein Gläschen Wein, damit man ein bisschen ruhiger wird, ne? So, das ist die Frage. Ich weiß, dass ich hier gerade eben noch einen habe rumlungern sehen. Zimmer. Rieche ihr Parfum. Na, das kennst du noch, ne? Damals aus dem Zug. Irgendein geheimes Dokument habe ich eingesammelt, aber wofür? Leitartikel Widerstandszelle aktiv. Berlin, 7. November 1960. Viele von uns dachten, dass die Terroristenzellen in und um Berlin herum nach einem halben Jahr der Inaktivität endlich ausgelöscht wären. Doch seit der Flucht eines wichtigen Mitglieds des Widerstands vor einigen Wochen deuten beunruhigende Ereignisse in letzter Zeit auf eine Reaktivierung von Zellen hin. Die enthauptete Leiche eines hochrangigen Kommandanten unter General Strasses Befehl wurde erst vor 2 Tagen auf dem Grund eines Flusses in der Nähe einer polnischen Stadt Good Dingen entdeckt. Erinnert ihr euch noch an unser kleines Kettensägenverhör? Waren die 6 Monate des Friedens vielleicht nur die Ruhe vor dem Sturm? Ah, da kannst du aber deinen Arsch drauf verwetten, mein Freund. So, wir suchen mal weiter. Frau Engels Zimmer. Viel mehr scheint hier aber nicht mehr zu sein. Ich höre auf jeden Fall irgendwelche komische Musik. Gut, wir machen mal weiter. Und hoffen... Na, gehst du da noch irgendwie... Scheiße. Alles klar, ich hab dich gesehen. Scheiße. Noch einer. Ah, Ruhe jetzt hier. Ich bin am Sneaken. Merkt ihr das denn nicht? Verdammt nochmal. Ah, gut, hält's. Das kann ich gebrauchen. Also dafür, dass das hier das Kommandozentrum ist, sieht das alles ziemlich schimmelig. Also ihr könntet euch mal eine Putzfrau organisieren, ja? Wissenschaft auf dem Mond. Wissenschaft der Zukunft. Ja, selbstverständlich. So, zum Glück waren das nur die beiden. Ich suche eine Superbatterie. Ah, ne, das war Day of the Tentacle, aber ist auch nicht schlecht. Hier draußen irgendwas los? Ne, nur rote, coole Bäume. Gut. So, wir sneaken weiter. Von diesem kleinen Vorfall lassen wir uns doch nicht beunruhigen. Da wurden wir einmal gerade kurzzeitig gesehen. Das ist doch nichts. So. Solange das nicht noch mehr wird. Oh oh. Scheiße, scheiße, scheiße. Das sind doch noch 2. Okay, den ersten haben wir. Den zweiten kriegen wir auch noch.
Hier scheint noch ein Dritter zu sein irgendwo. Hier hat gerade jemand hä gesagt. Oh, ich sehe niemanden mehr. Insofern können wir uns etwas entspannter umsehen. Ist hier irgendwas? Irgendwelche Dokumente, Briefe? Irgendwas zum Mitnehmen? Bisschen hell, ist doch nicht schlecht. So, warte, da war was. Okay, Mörderduo heute hingerichtet. Berlin, 7. November 1960. Die Fernsehübertragung der Hinrichtung des abweichlerischen Mörderduos ließ die versammelten Menschenmengen auf den Straßen und Plätzen der Stadt lachen und jubeln. Seit ich weiß, dass diese beiden Bestien beseitigt sind, fühle ich mich viel sicherer, sagte einer der Zuschauer. Ein Freund eines Freundes wurde von diesen Mistkerlen umgebracht, schrie ein anderer. Dies sollte den anderen Abweichlern lehren, dass die Justiz sich schließlich alle finden wird. Mhm. Alles klar. Vermutlich wurde denen einfach nur was unter die Schuhe da geschoben. Aber, naja. Ihr wisst ja, wie das läuft. So, hier ist nix. Jetzt gucke ich gerade mal in Richtung WC. Da ist doch bestimmt wieder einer beim Pissen. Ah, doch nicht. Beim Pissen gemeuchelt. Das geht ja noch in die andere Richtung. Also wir gucken erstmal noch uns da hinten um, bevor wir dann eine Etage tiefer gehen. Hier gibt es ja noch mehr Räumchen. Ja, wobei, vielleicht auch nicht. Einfach nur noch einen langen Gang. Achtung, Schimmel! Ja, woran das wohl liegt? Kann ich mir auch nicht erklären. Also doch, jetzt schon hier runter. Mal sehen, wo uns das hinführt. Das sieht schon irgendwie falsch aus. Ah, immerhin. Das sieht nach Verladeplatz oder so aus. Raus geht's hier auf jeden Fall nicht. Aber man kann sich mal kurz umgucken. Was ist das? Man weiß es nicht. Eins von diesen Karren, wo die sich letztens da auch alle mit hergekarrt haben. Gut, dann wieder hoch und ja, einmal den langen Gang entlang und dann doch da vorne nach unten. Viel mehr haben wir ja als Option jetzt nicht mehr. Müssen wir ja irgendwo die Batterie finden. So, mal vorsichtig gucken. Löschschlauch! Ja, so sieht das aus. Sneaken. Oh, da blinkt was. Oh, oh, oh. Okay, warte, den einen kriegen wir weg. Da ist ja Glas dazwischen, das wird der andere schon nicht sehen. Zack. Ja. Nicht so laut. Mann, 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 man hört uns doch noch. So. Ich muss daran denken, dass ich ja auch werfen kann. Ich kann ja auch Messer werfen. Genau so. Das sollte ich öfter mal machen. Das erleichtert so einige Situationen. Wupp, sofort Instant Death, das ist das Coole daran. Die fliegen und sofort tot. Und du bist jetzt auch ruhig. Also ich bin jetzt so gut im Schleichen heute, das ist ja unglaublich. Oh, ein riesiges Porträt von Frau Engel. Die Priesterin des Todes, so stolz auf sich. Ja, ich sag ja, Götterkomplex, eindeutig. Anders kann ich mir das nicht erklären. So, okay. Weiter geht's, wir sneaken weiter. Vielleicht bringen wir es dann mit Frau Engel dann heute auch mal zu Ende, das wäre ja ganz angenehm. Das kann ich nicht looten. Okay. Licht haben wir nicht. Weiter geht's. So. Ah, es wird gespeichert. Das ist ja schön. Ich muss mal gerade auf die Uhr gucken. Das ist wieder so ein perfekter Ort. Ah, 59 Sekunden. Würde ich doch tatsächlich sagen, wir machen hier gerade einen Break, weil wenn wir jetzt gleich in die nächste Story da reinhetzen, bringt das auch nicht weiter. Insofern bedanke ich mich hier erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback dürft ihr natürlich wie immer gerne unter das Video posten. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.